Hallo Herr Generalsekretär, stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor. Ja, gerne. Ich bin der Florian Rahm und ich bin der Generalsekretär des Österreichischen Betriebssportverbands. Wir kümmern uns um Bewegung im Setting Arbeitswelt, glauben, dass das auf, vor allem auf drei Ebenen wirkt, auf der gesundheitlichen Ebene, dass Kolleginnen und Kollegen weniger Muskel-Skeletterkrankungen haben, auf der sozialen Ebene, dass Teams besser funktionieren, Kolleginnen mehr zusammenhalten und natürlich auch auf der finanziellen, wirtschaftlichen Ebene, dass es sich einfach lohnt, selber gesund zu sein, aber natürlich, dass es sich auch lohnt für den Betrieb, der dann weniger Krankenkosten zahlen muss. Auf die Schanze fragt uns, sind Sie sportlicher als Ihre Kolleginnen? Eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich mir die Ergebnisse oder mir anhöre, was die Theresa so erzählt, glaube ich nicht, dass ich in Kraft oder in Ausdauer derzeit mit ihr mithalten kann. Glaube aber auch, dass ich in der Schnelligkeit oder im Schnelligkeitssport immer noch aus alten Tagen profitieren kann. Trotz meines Alters habe ich da noch was mitgezogen und kann, glaube ich, in Geschwindigkeit punkten, aber bei den anderen Bereichen Ausdauer und Kraft, glaube ich, nicht. 7 Zentimeter groß, hat uns geschrieben. Wie ist es als Piefke im österreichischen Sport? Gut, also ich fühle mich gut integriert. Ich würde mir etwas mehr Diversität wünschen. Der österreichische Sport ist schon sehr viel mit Österreichern besetzt auch. Ich glaube, da dürfte Österreich ein bisschen mehr Diversität wagen. Aber ansonsten fühle ich mich gut integriert und nicht, also ja, alles cool. Wie wichtig ist Firmensport wirklich? Ich glaube, Firmensport oder Betriebssport, Bewegung im Setting Arbeitswelt ist absolut unterschätzt. Ich halte das für ein elementares Thema, gerade jetzt durch Covid nochmal verstärkt. Ich habe das ganz am Anfang gesagt, dass Bewegung am Arbeitsplatz auch immer die soziale Komponente mitdenkt. Es gibt Statistiken oder die Zahlen sagen, dass in Österreich 52 Lebensjahre eigentlich nur beschwerdefrei sind. Danach bekommt man chronische Schwierigkeiten in irgendeiner Form. Und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, gegenzusteuern, früh gegenzusteuern. Und das kann der Betriebssport erreichen. Es fällt vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schwer, das dann in der Privatzeit am Abend zu machen. Dort wird dann eher passiv genossen, es wird ferngeschaut, es wird irgendwie was passiv konsumiert. Und es fällt vielen schwer, dann nochmal aktiv zu werden, weil man schon in der Arbeitszeit aktiv war. Man fällt auch in eine altruistische Rolle rein. Also man ist dann Schwester, Mutter, Sohn, wie auch immer und forciert dann vielleicht auch nicht die eigene Bewegung. Deshalb halte ich das Reinziehen in die Arbeitszeit oder auf den Weg zur Arbeitszeit halte ich für ist ein elementares Thema, auch um auf die eigene Gesundheit und auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten. Question Quest schreibt, Herr Generalsekretär, was ist wichtiger, Breitensport oder Spitzensport? Ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Der Spitzensport habe ich privat natürlich großen Respekt vor individuellen Höchstleistungen, die dort abgerufen werden. Aus der Generalsekretärsebene, jetzt aus dem Betriebssportverband, muss ich natürlich antworten, der Breitensport ist wichtiger. Dort trifft es einfach jeder Mann, jede Frau. Es geht darum, auch nicht unbedingt um Sport, also breiten Sport, sondern auch breiten Bewegung, Alltagsbewegung zu forcieren, in seinen Alltag zu integrieren, in die Arbeitszeit zu integrieren, auf seine Gesundheit zu achten. Und ich kann da jeden nur anhalten, wirklich dieses Breitensportthema oder Breitensportbewegung auch wirklich anzunehmen für sich selber. Breitensport bedeutet natürlich auch, man ist für die da, die sich jetzt gar nicht bewegen wollen. Das muss dann auch akzeptiert werden. Aber ich glaube, also um auf die Frage, die wirklich kurz und knapp beantworten zu können, Breitensport ist wichtiger. Den ÖBSV gibt es seit 1970. Warum ist der Verband so wenig bekannt? Eine gute Frage. Ich glaube, dass der Betriebssportverband tatsächlich, also schon seit 1970 ja existiert und den Sprung, glaube ich, etwas verschlafen hat, relativ lange die Lebenswelt, Arbeit wirklich genau zu beobachten, zu schauen, was brauchen wirklich Mitarbeiterinnen, was brauchen die Unternehmen.
was ist gefragt, wie verändern sich auch wirklich Arbeitsplätze. Das haben wir dann gemacht, also gemeinsam im Team ab 2019 ganz intensiv haben wir hinterfragt, sind unsere Angebote wirklich lebensweltnah noch, also trifft das die Arbeitsplatzbedingungen, die vorherrschen, und haben da dann sehr, sehr viel verändert und wirklich das auch zugeschnitten für die Arbeitsplätze, für die Mitarbeiterinnen, dass sie das annehmen können, dass das in ihre Lebenswelt passt, aber auch auf die veränderten Arbeitsplatzbedingungen einfach angepasst. Die nächste Frage ist von Lili Fee. Herr Generalsekretär, ich bin ein großer Fan Ihres YouTube-Formats Schlag den Rahmen. Ein Generalsekretär will es wissen. Wann stellen Sie sich wieder einer neuen Herausforderung und von wem bzw. in welcher Sportart würden Sie besonders gerne herausgefordert werden? Erst einmal das Letzte vielleicht zuerst beantwortet oder danke erstmal für das Feedback. Das Letzte zuerst beantwortet, ich glaube, in einer Sportart, die ich noch nie oder in einer Bewegungsform, die ich noch nie vorher gemacht habe. Das finde ich immer eine spannende Herausforderung, sich dann ganz neu einstellen zu müssen. Also vor dem Dreh, wenn man dann bei der Sportart ist oder bei der Bewegungsform ist, muss man sehr, sehr schnell adaptiert reagieren. Das macht mir jetzt Freude, dann auch neue Bewegungsformen kennenlernen zu dürfen. Wir haben das Format eigentlich eingestellt, aber es kam jetzt große Response von mehreren Seiten, dass wir doch noch Folgen drehen sollen. Soweit ich weiß, es ist nicht verraten worden, worum es sich wirklich genau dreht, aber ich glaube, es ist irgendwas vielleicht mit Yoga und Stand-Up-Paddling, dass sozusagen da nochmal was aus der Richtung kommt. Zumindest vermute ich das, obwohl es nicht verraten wurde. Möstelf 18 möchte Folgendes wissen. Was ist die peinlichste Geschichte in Ihrer Karriere als Generalsekretär? Es gab sicher viele kleine peinliche Momente. Es fällt mir konkret jetzt kein direktes Beispiel. Wahrscheinlich irgendeine Misskommunikation, wo ich irgendwelche Meetings mal besucht habe, wo in Gänze was anderes erwartet wurde, als von mir angenommen, oder in Gänze andere Erwartungshaltung vorherrschen von allen möglichen Seiten. Und ja, es ist dann ein bisschen peinlich, aber man muss dann darüber reden und oder wenn irgendwas in die Hose gegangen ist, auch das passiert. Ich glaube, da muss man sich nicht für schämen. Nicht alles kann funktionieren. Dann muss man es aufarbeiten, versuchen zu schauen, was kann das nächste Mal besser gelingen. Und ja, den peinlichen Moment darf man dann auch überleben und erleben und danach kann man in der Regel drüber lachen. Dann haben wir noch eine Frage von Danny Daichi. Was haben Sie eigentlich studiert? Ich habe Sport und Philosophie im Bachelor studiert und im Master habe ich dann Sport und Lebensstil studiert. Das war Sportsoziologie. Ja. Robocop 77 möchte wissen, was bringt Bewegung am Arbeitsplatz? Ich glaube jede Menge. Also es ist tatsächlich immer ein individueller Vorteil, zum einen, dass man sich aktiviert, dass man dann nochmal neu in die Arbeit auch reinstarten kann mit einem frischen Geist. Ich glaube, man muss seine Bewegungsform finden. Das ist ganz wichtig, dass man da immer wieder neue Angebote schafft, also nicht nur auf klassische Sportarten geht, sondern wirklich auch Bewegung forciert, Gehirntraining forciert, dass man da dann wirklich auch seins finden kann. Und jeder ist nun mal individuell und jeder braucht genau seine Bewegungsform und seine Sportart. Und ich glaube, die gibt es auch, oder mit jeder Bewegungsform kann man auch Menschen abholen oder jeder kann abgeholt werden mit der bestimmten Bewegungsform. Und dann wirkt es halt auf gesundheitlicher Ebene, dass man sich selber besser fühlt, dass der physische Apparat, der psychische Apparat einfach gesünder ist und besser in Form ist. Es wirkt auf der sozialen Ebene, man verbindet sich mehr mit den Kolleginnen und Kollegen, man ist vernetzter im Team, man hat auch ein größeres Zugehörigkeitsgefühl im Team und für das Unternehmen, fühlt sich als Freund oder als Privatperson auch aufgehoben im Team. Und dann auf der wirtschaftlichen Ebene, dass man einfach ja, viel Kraft auch hat für den Arbeitsalltag, viel Kraft für die Belastung, die jetzt einfach in jedem Beruf auch vorherrschen. Und da kann man sich einfach durch Bewegung wirklich wappnen und nicht nur eine gewisse Resilienz aufbauen, sogar dann über sich hinauswachsen und einfach stärker werden. Nächste Frage ist von Pommeskopf. Ist der ÖBSV politisch? Der Sport in Österreich ist jetzt
aus meiner Außenwahrnehmung ist der schon sehr politisch oder immer auch ein bisschen politisch geprägt. Aber ich würde meinen oder ich bin der Überzeugung, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir überpolitisch agieren. Es kam mir eher eine Frage dazu, an meinem Akzent hört man, dass ich sozusagen nicht sozialisiert bin in Österreich. Das bedeutet, ich bin gar nicht wahlberechtigt, also es bringt gar nichts, mich politisch zu instrumentalisieren, weil ich sozusagen nicht sozialisiert bin, also ich gehöre keiner Partei in Österreich an, aber auch nicht in Deutschland. Dann haben wir die drei Fördergeber von uns, das ist das Sportministerium, was natürlich einen gewissen Auftrag verfolgt, auch mit der Förderung von uns. Wir haben aber die Arbeiterkammer drin, die natürlich auch politisch gefärbt sind, ist, die vor allem die Mitarbeiterinnenrechte im Fokus hat. Und wir haben als dritten Fördergeber die Wirtschaftskammer drin, die natürlich auf die Unternehmerseite schaut. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Mix, wo viele politische Strömungen vereint sind. Und wir können wirklich sagen, als österreichischer Betriebssportverband, wir agieren nur der Vision und der Mission verpflichtet und nicht in irgendeiner politischen Agenda. Angenommen, durch ein Zeitraum-Kontinuum werden nicht die besten, sondern die schlechtesten Sportler zu Olympia eingeladen. In welche Disziplin würden Sie antreten und warum? Ja, danke erstmal an MTG für das Vertrauen, dass ich dann nominiert werde, wenn es um die Schlechtesten geht. Das ist sehr nett. Danke. Ja, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil tatsächlich kann ich nichts gescheit, aber so alles ein bisschen. Deswegen ist die Frage gar nicht so schwer. Was ich immer ganz schlecht im Sportstudium zum Beispiel konnte, ist alles in irgendeiner Form mit Gewicht. Also Hammerwurf zum Beispiel würde ich mir nicht ganz so gut zutrauen oder im Kugelstoßen zum Beispiel würde ich auch extrem schlecht wahrscheinlich performen. Und ja, wahrscheinlich würde ich dann bei der Sportart nominiert werden. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben. Sehr gerne, danke.